Was in diesem Video passiert. Was hat Epic Games da gemacht? Das ist kein Late Game. Ist aber auch nicht so wichtig um das. Und jetzt kommt so eine Scheiße. Ey, 6 Punkte. Hier bist du ja der größte Sweater, wenn du 250 Punkte hast. In diesem Video, Leute, zocken wir Late Game Arena. Denn Late Game Arena kam am 30.08. wieder back. Und deshalb zocken wir es jetzt mal. Aber das tun wir natürlich nicht alleine, denn Svani ist wieder mit dabei. Moin Leute! Ja, aber bevor dieses Video losgeht, lasst gerne ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Und Leute, die Pump wird vielleicht zurück ins Spiel kommen, beziehungsweise die Spast. Ich würde mich sehr darüber freuen, Svani sicher auch. Ja, ja. Wir hoffen es beide sehr. Hier unten steht sowas bei mir, warten auf weitere Spieler erstellt von Epic Games Late Game. Hä? Komisch, ich habe gedacht, das ist immer nur bei Creative. Also ist das quasi ein Creative-Spiel von Epic Games. Ja. Ist krass. Ey, früher, also was heißt früher, das war gestern. Gestern konntest du kein Late Game Arena spielen, sondern konntest dich einfach auf der Insel hier pickaxen. Krass. Ich wollte gerade sagen, hier auf der Karte. Nein! Scheiße! Nein! Das war ihre Wall! Ja, kacke. Das ist so kacke, man kann gar nichts machen, man kann nichts machen. Ja, meine Kamerina leckt immer noch so genau wie früher. Alter, leckt das hier krass. Ey, man kann nicht mehr richtig entieren. Ey, wir müssen exakt zusammen landen oder außerhalb. Weil man, der Typ hatte die Wall. Ey, ja, chill, du hast ja auch voll den geilen Loot. Weißt du, was ich hatte? Ich hatte eine Aufladbare von dieser Aura da. Erstens ist Lag, zweitens meine FPS sind so dermaßen gering. Also, ja, 50 die ganze Zeit. Ja. Ey, ich hab nur 6 Punkte, Digga, was ist das denn? Ja, 6 Punkte, ey, das muss doch noch bearbeitet werden. Was hat Epic Games da gemacht? Das ist kein Late Game. Das ist... Ist so, Junge, die soll einfach so machen wie früher, ganz normal einfach. Ja, einfach die Datei wieder einfach die Datei wieder herstellen, aber nein. Früher hat man ja mit grün Loot gestartet und hat sich dann immer aufgeholt. Nach jeder Phase. Weiß ich jetzt nicht mehr. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ist aber auch nicht so wichtig. Und das. Und jetzt kommt so eine Scheiße. Ey, 6 Punkte. Hier bist du ja der größte Sweater, wenn du 250 Punkte hast. Na, ist so. Ey, Goku, du bekommst jetzt Hits. Ey! Digga, ich wollte schon gerade sagen, nix hittet. Das heißt aber, man kann ja auch eine Pump bekommen, wenn man das Sturmgewehr bekommen kann. Das heißt, in Late Game muss immer es. Noch. Das heißt, in Late Game muss es eine Pump geben. Wow! Oh, Digga. Du hast so eine, mit der du dich wegboosten kannst. So eine. Ich hab vergessen, wie die heißt. Zum Schluss. Stoß, irgendwas. Steinstoß. Ich dachte am Anfang, der steht hinter meiner Wall. Hä? Bau doch mit, bau doch am besten mit Stein. Oh nein. Raus da. Das ist ein Duo. Die verkämpfen sich alle wie widerliche in diesen. In diesen Bunk. Nein. Wir haben jetzt 12 Punkte. Ja, wegen diesem Kacksystem. Was ist das für ein System? Also das ist doch definitiv verbuggt. Safe. Der wartet doch bei einem Highground, ja. So macht Auge. Ja. Na, Digga, keine Chance. Du hattest Alter. Metallwände. Ey, wir schauen jetzt sogar noch zu. Hä, ist das denn Creative-Modus oder was? Ist es. Ja, ich weiß ich glaub, schon, das normale, aber das ist der 1:1 in Creative-Modus aufgebaut. Ich glaube, der normale Late-Game-Modus kommt nicht mehr ganz zurück. Das ist jetzt einfach nur noch so ein Creative-Modus. Junge, bring du das ganz normale Late-Game-Arena bitte rein. Das steht sogar nicht mal von Epic drauf. Da steht Fortnite-Wettkampf. Was für Fortnite-Wettkampf? Fortnite Creative. Ja, Fortnite, nein, ja, Fortnite Competitive, deswegen. Ja, sollen wir es mal rausgehen? Es gibt ja einen Twitter-Account namens Fortnite. Sollen wir rausgehen? Ja, nee, ich will erstmal gucken, was passiert, wenn, wenn die Runde vorbei ist. Ob ja, dann okay. Die nächste Runde startet? Wenn ja, dann, Alter, wer ist das?
Seeklar, ich hätte glaube ich die meisten Kills aus der gesamten Lobby, oder? Niederlage, du hast verloren. Warten auf Gruppenanführer. Boah, also ganz, ganz ehrlich, größter Dünnschiss, den die da gemacht haben. Ey, Epic Games war einfach zu faul. Die haben einfach Creative Ganze. Hier geht es nicht weiter. Du wurdest vom Server aufgefordert, das Match zu verlassen. Was für ein Mist. Ah, hier. Das ist gut, der größte. Ich hatte 4 Kills. Jo, wie viel? Bekommst du 10 Punkte pro Kill oder was? Und die 2 bekommst du die Qualifizierung oder wie? Also diese, Entschuldigung, das hätten wir designen können. Halt wirklich. Das hätte Yannick designen können. Ja, also ganz, ganz viel konstruktive Kritik, ganz, ganz viel Revitationspotenzial, ganz, ganz ehrlich. Größter Dünnschiss-Modus. Da kann man, ich würde das sogar nicht als destruktive Kritik bezeichnen, es ist einfach Kacke. Du hast das größte dünnsches Internet hier in der Arena Late Game. So Kacke. Alter. Allein, mich regt das auch so auf mit diesen random Waffen. Dann gib doch allen dieselben Waffen. Ich hatte am Anfang eine aufladbare. Late Game Trios. Erstellt von Epic Games. Das ist so, so dünnsches. Late Game Trios. Hä? Was für Trios? Da ist ein Regenbogen. Guck mal, wie scheiße der aussieht. Der Regenbogen. Wer hat der ein bisschen designt? Nee, ich glaube, das sieht wegen Performance Mode so kacke aus. Ja, ey, das könnte aber Minecraft designt haben. Von dem wirklich. Sieht so beschissen aus. Also, das hat ja, gar Junge, nicht. Der Timer, Alter, der ist viel zu lange. Ey, Digga, ich hab's markiert. 3, 2, plus. 33er! Boah, richtig los! 49er Headshot! Sollen wir pushen? 30er? Entschuldigung, ich muss mir hier irgendwie mehr Platz machen. Ich kann so nicht schießen. Digga, dann mach's doch wenigstens gut. Da oben sind welche, glaube ich, auf dem Boden. Junge, du stehst immer vor meiner Fresse. Da unten ist einer im Wasser! 2 33er! Nee, gar nicht. Nicht. Oh mein Gott, super voll. 233er Crack. Dead. Den einen hast du, gut. Dead. Hast den anderen? Da ist noch einer drin. Lass die pushen. Ich sehe deine Füße. Boah, Digga. Ich brauche einen Winter. Hast du mal eigenes Movement? Ey, hier liegt nur dünnes Loot. Ey, du kannst nicht mal richtig editieren. Bei diesem Internet. Das liegt ja nicht mal in meinem Internet. Kann ja jeder. 30er? Wo ist er? Scheiße, hier sind welche. Ich hab dich verloren. Pass auf, da ist einer. Ich komm. Alter, was? Ey, der eine ist so low bei mir. Entschuldigung. Was kann ich jetzt machen? Ja, ich bekomme 3 Hype-Punkte. 2 Eliminierungen. 3 Hype. Alter, bitte, die machen das jetzt doch richtig. Oh, bitte, die funktionieren das noch um. Konstruktive Kritik. Ey, es leckt so dermaßen. Ich weiß. Ich kann auf einmal, ich bin über. What? Nein. Boah. Es hat so geleckt, auf einmal war mein Boden weg. Warte, ich guck mal, ich geh mal auf die Twitter-Seite. Digga. Ich muss mich kurz healen, sorry, ich kann jetzt so nicht spielen. Ich hab das Ding ist, ich habe so viele Low geschossen, aber die haben sich alle danach geheilt. Warum ist es eine Creative Karte? Als ich ins Bett gehe. GG. Nur 8 Stunden gedauert. Das ist immer noch ein seltenes Fortnite-Beam. Weil ich sag, du musst mir ein bisschen Zone Calls geben, Leon. Okay. Oh! Scheiße, ja, Slack! Ja, oh mein Gott!
Ey, es laggt so dermaßen. Ich mache gerade auf Twitter. Ich habe den Typen nicht gehört. Ja. Ey. Scheißmodus. Ganz ehrlich, größter Scheißmodus. So ein Dreck. Wir spielen das jetzt noch eine Runde. Komm, ich lefte. Ja. Spiele eingeführt. Ja, Zwanni hat einen TikTok. Ich mache ihn euch in die Beschreibung. Schaut gerne vorbei. Und er hat so ein Video, wo er ganz hoch Arena Late Game angepriesen hat. Oh mein Gott, Arena Late Game wird zurückkommen. Ja. Und da kommt so eine Kacke. Wirklich, was Alter. Ist das? Oh mein Gott, das heilige Late Game kommt jetzt zurück. Guck mal, 202 Punkte, um in die nächste Liga, in die nächste Division aufzusteigen. Und wir haben gerade 48. Du musst ja gefühlt den gesamten Tag suchten. Ey, wirklich. Um mal zwei Divisionen aufzusteigen. Und du musst dir vorstellen, der Late Game Solo Quick Cup, für den brauchst du Anwärterliga. Ja. Wie lange soll man denn spielen? Also Burgert, also als dieser Burger Cup war, das war so, so geil. Immer dieses, wie hieß es nochmal, Burger Event oder so, als du den Burger spielen konntest. Ja, das war cool. Late Game war generell so geil, aber nein, dann bringen sie ein Late Game Creator. Guck mal, sogar im Ladebildschirm steht Kreativmodus. Viel Spaß. Entwirf mit deinen Freunden Minispiele. Das ist wirklich von uns beiden designt worden. Also. Das ist so. Oh. 44er. Lass Auge machen, lass sprayen. Lass sprayen, soll ich sprayen? Komm. Nein! Du hast die Wall. Ja, wo ist er denn? Über uns. Was? Junge! Scheiße, bei mir ist einer, die hat mich runtergeschossen. Ich komm zu dir. Hilfe! Da bist du gut. Es leckt halt dermaßen. Meine OBS-Aufnahme ist überlastet. Und Leute, das liegt nicht an meinem Internet. Das liegt halt wirklich an Late Game. Geh da drauf. 3, 2, 3. 36er. Ey, boah, hier mal unter. Der hielt sich. 33er. Was soll ich da hinbauen? Metallwand? Hab ich. Ja. Der eine ist da unten ist einer, 36er. Pass auf, hier kommt einer. Sollen wir pushen? Scheiße, wir müssen. Ja, er hat noch einen 36er. Gut. Hab ihn. Also, die Eliminierung. Hast du Fische? Nein, hab ich nicht. Ich hab eine Harpune, aber willst du die? Ja, gib die mir. Okay. Sorry. Ey, wollen wir droppen? Scheiße, der ist bei mir drin! Nein, er hat mich zugeboxt. Nein, ich werde sterben an Sauen. Ja, ich hab's. Ja! Alter, hab ich's gerade gesehen, Leute! Ist er zugewacht, Leon Matter? Nein! Wie denn? Oh, ey, das ist so kacke! Es leckt so dermaßen! Ich weiß gar nicht, ob man sich dieses Video anschauen kann. Ey, schön. Frag mich, wie ich es überlebt habe. Ey, 63 Punkte. Schön, bleib über dem, bleib im Highground. Du kannst halt leider meine Metallwände nicht mehr holen, sind zu weit weg. Oder allein dieser neue Ort, dieses kleine Mini-Neo-Tilted, nein. Digga, runtergeschossen worden. Oh. Egal. Dünnsches Modus. Also als Endbewertung einfach dünnsches. Kompletter Mist. Das ist kein Late Game, das ist ein Creative-Modus, der von uns designt werden konnte. Wirklich, allein dieser Regenbogen oder alles, was Fortnite will es verbessern, macht es aber dann noch beschissener, indem es Erwartungen weckt und es dann richtig beschissen macht. Okay? Warte, ich guck mir nochmal den Clip an. Das war kacke. Okay, Leute, testet den Modus selber. Ihr habt unsere richtige Meinung gehört. Tja. Okay, Leute, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es heute hat euch gefallen. Leider ist der Late Game Arena Modus bis jetzt eine sehr große Enttäuschung und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, Leute!